42 Eliteschulen des Sports gibt es deutschlandweit. Eine davon besucht Schwimmerin Maxine Wolters, die Gesamtschule Alter Teichweg in Hamburg. Ohne die Eliteschule des Sports wäre es mir auf jeden Fall nicht möglich, so professionell zu trainieren, weil hier einfach Trainingszeiten und Schule perfekt aufeinander abgestimmt werden und es für uns einfach so möglich ist, professionell zu trainieren und so auch unsere langfristigen Ziele zu erreichen. Doch auch die bisherigen Leistungen können sich mehr als sehen lassen. Unter anderem Gold über 200 Meter Lagen und Silber über 200 Meter Rücken bei den Europaspielen 2015 in Baku. Es ist ja unser Ziel, dass unsere Sportler riesige Erfolge erringen. Und daran werden auch wir als Lehrer gemessen. Und wenn eine unserer Schülerinnen so einen Erfolg erzielt, dann können wir uns eigentlich alle auch ein bisschen auf die Schultern schlagen, dass wir als Schule eben auch nicht alles falsch gemacht haben. Im schuleigenen Internat kann man nicht nur tolle Freundschaften schließen, es ist auch sehr praktisch, dort zu wohnen. Der größte Vorteil, hier im Sportinternat zu wohnen, sind auf jeden Fall die kurzen Wege zur Schule und auch zum Training. Da spart man enorm viel Zeit und außerdem bin ich hier viel mit meinen Freunden zusammen und es macht mir auch Spaß. Die 16-jährige Hamburgerin verbringt neben der Schule rund 5 Stunden im Wasser. Alles, um auf der Welle des Erfolgs zu schwimmen. Mein größter sportlicher Traum ist auf jeden Fall, bei Olympischen Spielen dabei zu sein, weil das ein einmaliges Ereignis und dafür trainiere ich letztendlich auch.